Und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar machen wir heute ein etwas sommerliches oder wärmeres Tutorial. Und zwar Gothic Find, Lolita Find, wir heute unseren Bikini. Yay! Wir machen heute ein Gothic Bikini, beziehungsweise pimpen unser Bikini-Oberteil so, dass wir es als Goth, Pastel Goth oder Goth Lolita tragen, mit Spaß. Und was ihr dazu braucht, also das ist ein relativ einfaches Tutorial, ist ein Bikini-Oberteil. Ich habe jetzt so ein schwarz-weißes, das gefällt mir auch sehr gut, deswegen werde ich das halt immer noch weiter benutzen, nur ich möchte es halt ein bisschen mehr auf mich anpassen. Dann braucht ihr Ketten. Das sind ganz günstige Ketten, die man im Baumarkt so als Schlüsselkette zum Beispiel kaufen kann. Die sind da, muss man sich abschneiden lassen. Also es ist viel günstiger als so normale Ketten zu kaufen. Deswegen guckt mal, ob ihr sowas kriegt. Dann schmalere Ketten für den Brustteil. Dann ein Charm eurer Wahl. Ich habe jetzt so eine kleine Rose mir ausgesucht, weil ich nämlich auch Rosen integrieren werde. Dann hier, wie gesagt, Rosen, Acrylrosen. Mit dem Nasswerden, das ist so eine Sache, deswegen guckt da mal. Binderinge, ich habe jetzt hier solche Spaltringe, Stecknadel, eine Zange und Nähsachen, also Nadelfaden oder eine Nähmaschine. So, und das erste, was wir jetzt machen, ist unsere Kette so an den unteren Rand unseres Bikinis stecken. Wie wir es dann später auch annähen wollen. Also ich habe das schon gemacht. Und zwar habe ich das mit Nadeln am Stoff festgesteckt. Und zwar möchte ich dieses Kreuzmuster haben, sodass ich hier nähen muss, hier nähen und hier nähen. Und das macht ihr zuerst und dann näht ihr mit Nadel und Faden oder in die Maschine. Es geht leichter mit Nadel und Faden, glaubt mir, eure Ketten an. So, haben wir das Ganze jetzt hier angenäht. Kümmern wir uns hier um die Mitte. Und zwar, dazu brauchen wir den Rosencharm, so eine kleine Kette. Ihr könnt natürlich auch die von der großen nehmen, aber ich nehme jetzt die kleine, einfach weil es filigraner ist. Und die Binderinge. Und zwar hängt ihr jetzt mit den Binderingen die Kette oben ein und vielleicht fixiert ihr sie auch noch hier, dass sie schön fällt. Und die Rose an der Kette. So, wenn ihr jetzt die Rose und die Kette angenäht habt, kommen jetzt nur noch die zwei anderen Rosen. Ich habe mir erst überlegt, sie anzukleben, aber mit dem Wasser ist das vielleicht ein bisschen unpraktisch. Das heißt, ich werde sie mit dem Plastik hier annähen. Wie ihr das macht, ist natürlich euch überlassen, wenn ihr sie ankleben wollt oder auch irgendwie anders befestigen wollt. Eure Sache. Ich nähe sie an und ja, das machen wir jetzt auch. Ich habe jetzt statt anzunähen die Blumen, weil das sehr schwer ging mit dem Plastik hinten, einfach einen wasserfesten Weich-PVC-Kleber genommen, der transparent ist und für PVC bzw. Stoff aus Weichkunst, das ist ein Acrylkleber also, und dachte mir, das funktioniert auch ganz gut, es hält auch sehr gut und da es wasserfest ist, könnt ihr damit schwimmen gehen.
es natürlich immer ein bisschen kritisch, auch mit den Ketten. Es ist halt eher sowas, wo man am Strand flaniert oder am Pool sitzt. Ja. Ich hoffe, euch hat dieses winzig kleine, nicht sehr schwere sommerliche Tutorial gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst oder ein Abo. Und wenn ihr bei einigen meiner Freunde oder Kollegen vorbeiguckt. Ich verlinke euch ihre Kanäle in der Infobox. Wir haben wieder dieses gemeinsame Projekt am Laufen, Artcamp Productions, unser Netzwerk. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet. So, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Trotz des miesen Aprilwetters, beziehungsweise Maiwetters. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut und ciao!